Helmpflicht für Radfahrer, ja oder nein? In einigen Ländern, wie zum Beispiel Finnland, gibt es bereits eine Helmpflicht für Radfahrer. Diese Helmpflicht wird in Deutschland zurzeit diskutiert. Wir haben in Wittenberg eine Umfrage zu diesem Thema gemacht. Die Meinungen der Menschen waren sehr unterschiedlich. Einige Radfahrer sind strikt gegen die Helmpflicht. Also ich würde sagen, das bleibt jedem selbst überlassen, ob er mit Kopfbedeckung fährt oder nicht. Ich würde es ablehnen. Ich fühle mich irgendwie freier. So ohne, oben ohne. Sollte man, aber ich finde es nicht sehr schön. Es ist lästig. Man muss die Sache einschätzen, man muss vorausschauend fahren und orientierungswillig sein. Ist das so oder habe ich recht? Geteilte Meinung. Für Kinder finde ich es gut, aber ich als Erwachsener weiß ich nicht, ob ich es aufsetzen würde. Andere Radfahrer würden bei Einführung der Helmpflicht einen Helm aufsetzen, finden es aber nicht unbedingt nötig, einen Helm zu tragen. Finde ich von der Sache her in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Ich würde mir, wenn es wirklich sein muss, auch einkaufen. Nein, ich trage keinen Helm. Aber wenn es eingeführt wird, dann natürlich trage ich einen. Wegen der Sturzgefahr. Man muss ja nicht immer unbedingt von selber fallen, sondern es kann auch jemand anfahren. Da, wenn man den wirklich im Kopf hält, dass es dann entsprechend nicht so schlimm ausfällt, wie es vielleicht ohne Sturzhelm sein sollte. Und nur einen Radfahrer konnten wir finden, der die Helmpflicht sehr gut findet und der selbst immer einen Helm trägt. Ja, sehr vernünftig. Es gibt Sicherheit und es kühlt auch auf dem Kopf wunderbar. Es hat nämlich Lüftungsschlitze. Also besser als Mütze und alles andere. Wenn die Helmpflicht tatsächlich eingeführt wird, werden dennoch die meisten Radfahrer einen Helm aufsetzen müssen. Ich fahre ja sehr selten Fahrrad. Aber trotzdem haben Sie recht, ich müsste einen Helm tragen. Vollkommen.